Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es gibt Fight News in Bezug auf Christian Eckerlin, Freunde. Und nein, ich kann direkt sagen, er kämpft nicht gegen Ex-UFC-Fighter David Zawada. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, aber die beiden sind gut miteinander, die beiden sind Kollegen. Und diese beiden werden nur gegeneinander antreten bei der Trainer-Challenge von Octagon. Und ja, hier muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, Christian Eckerlin hat jetzt wirklich einen taffen Gegner vor die Nase bekommen. Einen sehr, sehr starken Grappling-Spezialisten. Und ja, Eckerlin steht jetzt 14 zu 4, wird jetzt gegen Adam Nitzvic antreten. Und es wird ein sehr, sehr interessanter Kampf zwischen den beiden. Adam steht jetzt 8 zu 4, ja, und hat 7 Submission-Siege aus diesen 8 Siegen hervorgezogen. Ne? Also 7 Finishes, letzten 3 Kämpfe hat er bei der KSW gekämpft. Freunde, eine wirklich sehr, sehr starke Organisation in Europa, ja, die auch natürlich den osteuropäischen Raum in diesem Sinne stark eindeckt. Er selbst kommt aus Polen, ist dort auch ein sehr, sehr starker Kämpfer. Ursprünglich auch im Mittelgewicht, genauso wie Eckerlin, der auch ab und zu mal im Mittelgewicht gekämpft hat. Aber dieser Kampf wird im Weltergewicht stattfinden, Freunde. Und das wird wirklich ein richtiger, richtiger Knaller. Ich freue mich persönlich sehr auf dieses Event. Am 4.6., ja, 4.6. dieses Jahr in der Festhalle in Frankfurt wird Christian Eckerlin einfach wieder ins Oktagon zurückkehren und dort wahrscheinlich eine sehr, sehr starke Performance abliefern, weil er in Frankfurt kämpfen wird. Und ich denke, die Halle wird voll gemacht wie sonst was. Da kann ich mir sehr, sehr sicher sein. Zuvor hatte Eckerlin Palaiologos zerstört. Ja, muss man wirklich sagen, bei Octagon hat er sein Debüt gegeben und hat Palaiologos sehr, sehr stark gefinisht gehabt, mit starken Kombinationen im Stand und dann auch mit diesem Rear Naked Choke, wie er den Kampf beendet hat, war wirklich sehr, sehr stark. Aber sein Gegner jetzt ist ein Grappling-Spezialist. Ja, muss man an dieser Stelle sagen. Jiu-Jitsu ist seine Spezialität. Er liebt es, seine Gegner zu choken. Triangle Choke ist auch stark. Ja, Arm Triangle Choke ist er auch stark. Also letztendlich ist es so, dass Nitzio, ja, wirklich ein sehr, sehr starker Gegner ist. Anfang April wurde er auch im Grappling Europameister, ja. Und da ist Christian Eckerlin wirklich mit einem idealen Test vor der Nase. Es wird wirklich ein krasses Ding. Ich persönlich bin richtig, richtig gespannt auf die Performance. Eckerlin bringt wirklich momentan einfach Deutschland MMA auf die Karte. Und ich denke, er macht mit so einer Organisation in diesem Sinne auch alles richtig, die den Kampf auch richtig, richtig gut promoten und allgemein das Event. Ich bin persönlich sehr, sehr gespannt drauf, Freunde. Was glaubt ihr? Wie wird der Kampf ausgehen? Eckerlin oder Adam? Wer gewinnt das Ding, Freunde? Persönlich würde ich sagen, Eckerlin finisht ihn auch. Ja, ich glaube, er hat hier wirklich den Killerinstinkt, auch durch den Heimvorteil, denke ich wirklich, dass die erste Runde schon den Sieg für Eckerlin bringen könnte. Aber ja, wird ein interessantes Ding. Ich denke, er wird den Kampf im Stand halten und dann versuchen, ordentlich zu knallen. Und sein Gegner wird natürlich versuchen, hier für den Takedown zu gehen. Also die Takedown-Defense wird eine große, große Rolle spielen hier in diesem Kampf. Und ob sie bestehen wird, werden wir sehen. Ich bin gespannt. Schreibt mir auch mal in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.